ein wunderschöner Tag an einem wunderschönen Strand zu sein. Da hat man doch gleich Lust, einen Dirtblock abzubauen, was sich darunter wohl befindet. Roman, was machst du hier? Och, wer sind Sie denn? Ach, Flo, bist du es? Ja, ich chill hier nur ein bisschen in mein Loch, Freunde habe und so. Ach so, und so sieht es nämlich aus, meine Freunde. Flo ist immer in irgendwelchen Löchern unter mir. Und so fühle ich mich den ganzen Tag. Leute, wisst ihr, wie lange Roman gerade auf ist? Ja, ich bin so circa 30 Stunden lang wach und hab nicht geschlafen. Aber, wisst ihr was? So ungefähr vor 14 Stunden habe ich dir gesagt, dass ihr aufnehmen sollen, aber... Wisst ihr, also es war so, also ich weiß gar nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich war... 20 Stunden. Ich war... Nein, also auf jeden Fall... Also ja, also ich bin auf jeden Fall so 30 Stunden lang wach, habe bisher noch nicht geschlafen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir nehmen jetzt Minecraft Spellstorm auf. Ja, Spellstorm. Alter, ich habe das sogar jetzt schon verschoben und wir nehmen es trotzdem auf. Weißt du was, Flo? Ist egal. Für die Community. Roman, wieso bist du denn so komisch gekleidet und so? Weiß ich nicht, Alter. Wir sind voll die Zelda-Boys, Alter. Wir haben die super Zelda-Rüstung und so. Oh, stimmt. Da gab es irgendwas im Pixel-Date, was ihr nie zu Ende gemacht habt. Was war das denn? Das war der Zelda-Mod. Warum haben wir das nicht zu Ende gemacht? Weil ich keinen Bock mehr auf Pixel-Dates hatte. Ich hoffe mal einfach, dass das Projekt hier nicht so enden wird wie Pixel-Dates. Und guck mal, da unten ist eine Kiste. Alter. Oh, eine Truhe. Die ist aber tatsächlich gespawnt. Sehr geil, Alter. Hast du das mit dieser Anfangstruhe gemacht? Ich nehme mir Äpfel. Ja, Bombe. Ich habe die Anfangsbombe. Hier sind Regenstiefel drin. Lol, ich hab die... Oh, geil, Alter. Hey, du hast mir das Brot weggeschnappt. Roman, guck mal. Sind das die Oldschool-Bomben, die so in der Hand explodieren? Die explodieren in der Hand. Ja. Also, die darfst du nicht so lange in der Hand halten, sonst machen die kaboom. Okay, gut, hab verstanden, Alter. Das haben wir in Pixel Tate schon mal gelernt, ne? Jedenfalls, ich würde die Truhe gleich mitnehmen und fucking und so. Ja, Mann, Alter, Leute, so was spielen wir hier? Wir spielen hier wie immer ein neues Modpack, das ich wieder mal zusammengestellt habe. es erst am Ende des Berichts zu Download geben wird, also fragt nicht. Wisst ihr, das Witzige ist, Flo muss das immer zusammenstellen, weil wenn ich mitmache, dann wird das Modpack immer scheiße. Steht sowas wie Ragnarok, also Ragnarok geht dann immer. Also Ragnarok war tatsächlich so ein Modpack, das haben wir zusammen gemacht. Das wurde dann sind irgendwie da so mega... komische MC Creator Mods drin, ja. Die komische Lichter machen, die das komplette Modpack zum Laggen machen. Flo ist doch nur dumm. Wisst ihr, es war so, ich hatte ja Spaß in Ragnarok. Ragnarok war mega cool, ja. Ich hatte da voll viel Spaß und so. Ja. Und Flo hat gesagt, beste Internet, hat Flo gesagt. Ja, Roman, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was ist denn da eigentlich im Himmel? Siehst du das? Lol, das ist so eine fliegende Insel, Alter. Eine fliegende Insel? Sieht aus wie so ein fetter Flashclops, der da fliegt. Weißt du, was ich irgendwie mega cool finde? Dass da Lianen runterhängen. Wenn diese Lianen jetzt weit genug nach unten wachsen, dann können wir da nach oben swagen. Verstehst du das, Flo? Warte, ich zieh mal jetzt meine Regenstiefel an. Ich bin jetzt ein Regenstiefel-Boy. Alter, ich habe schon so lange nicht mehr geschlafen, Flo, mein linkes Auge tränt. Hätte ich jetzt eine Facecam, würden die Leute das sehen. Also Leute, wer von euch kennt doch diese eine Pixel-Tits-Folge da? Wo man so voll Bock hatte und überhaupt nicht müde war. Weißt du, wir fangen einfach ein Projekt an, Alter, und ich bin müde bis zum Gehtnichtmehr. Aber für die Community, meine Freunde. Leute. Jedenfalls, wir haben ein richtig geiles Modpack mit mega vielen Mods und es wird Nacht, Roman. Oh, das ist diese Dings, diese komischen, diese Keramik. Die waren immer ganz geil, die konnte man immer aufheben und dann hat man immer. Das ist ganz cool. Oh, eine Kuh. Jedenfalls, Roman, es wird Nacht. Ich will die Kuh haben. Kuh, gib mir dein Fleisch. Ja, eine Kuh ist geil. Was ist besser? Kokiri, warte mal. Pilz, der leuchtet. Pilz. Du darfst nicht immer die Bomben ins Inventar nehmen. Das macht leuchtender Pilz, Flo. Ich habe leuchtenden Pilz und du hast keinen. So. Flo, geh weg. Gib dir mehr. Okay, komm. Ich teile mit dir meinen Pilz. Das ist kein Dingens. Das ist... Nee, das ist eine Tiroblossom. Wir haben hier die Hauptmods, die können wir ja verraten. Modliste ansonsten wird es eigentlich hier nicht geben. Ja, einfach aus dem Grund, weil damit es ein bisschen spannender wird. Nein, wir sind einfach nur zu faul, die zu machen, Flo. Okay, stimmt eigentlich. Lass mal hier gehen, weil ich glaube nicht, dass es bei in so einem großen Mod... Und es regnet, wie geil. Oh, geil, der perfekte Projektstart, ey. Oh, wer ist das hier? Guck mal. Zeig mal. Lol, Alter. Geil! Hüte! Gib mir... Der hat eine Schildkröte. 8 Emeralds für eine Eisenhose, Flo. Du musst mit der Schildkröte mal reden. Achso, kann man das? Warte mal. Yo, Bro, warte mal. Ich möchte mit der Schildkröte reden. Hier sind Cobwebs.
Echt? Wow, die kannst du nehmen. Und ein Hammer. Sag mal, glaubst du... Alter, nimmst du nicht erst diese Bomben in die Hand und dann machst du das Geräusch? Ja, das mach ich. Warte mal, ich habe eine Idee. Also, Villager, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du uns jetzt geholfen hast. Aber ich möchte den Hut. Gib mir deinen Hut. Ich hab den Hut, Flo. Ich hab ihn. Das ist einfach, warte mal. Alter, wir sind, weißt du, Flo, ich glaube, wir sind Kannibalisten, Alter. Kannibalisten, die viel zu wenig Schlaf in unserem Leben haben. Jedenfalls. Ich würde sagen, ab Plündern bis umgeht nicht mehr. Der Typ hat es nicht verdient. Oh Mann, der Arme, der wollte uns einfach nur eine Eisenhose. Er hat Schildkröten in seinem Hut gefangen gehalten, Roman. Ja, genau. Wir haben die Schildkröte befreit, meine Freunde. Die ist jetzt bei uns. Die Schildkröte, die ist jetzt dieses. Die wohnt jetzt bei dir. Die wohnt jetzt bei uns. Und die Schildkröte nennen wir Gary. Roman. Ja, genau. Roman. Die nennen wir Gary. Wir gehen nicht in... Was ist los, Flo? Wir gehen jetzt wohin? Wir gehen nicht mal in die Höhle, wir machen das hipstermäßig. Wir griefen. Ja, Mann, Alter, wir griefen erstmal das Haus hier. Wie viel Kopf ist da? An alle Romans Zuschauer, die wieder griefen wollen. Ich werde wieder rückfällig, meine Freunde. Ja. All good old times kommen zurück. Diese Türen hier sind voll geil. Welche? Achso, die haben jetzt diese neue Animation, ne? Aber ich muss schon sagen, wir haben eigentlich schon eine coole Rettungsaktion hier gestartet mit dieser, mit dieser Dings, ne? Schildkröte. Ich meine, was hätte diese Schildkröte hier sonst erlebt, ja? Stell dir mal vor, die wäre so alleine gewesen, so richtig einsam und so, ja? Nein, was hätte sie gemacht? Hier, Flo, du musst auch die Dings mitnehmen, die Treppenstufen. Das muss alles... Ja, nimm die Glasscheiben mit, Flo, nimm sie mit. Okay, Roman, ich glaube, wir übertun das gerade ein bisschen. Okay, gut, aber ich glaube, warte mal, nehmen wir das jetzt als Unterkunft? Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen, man sieht sich in der nächsten Folge. Nein, mein Spaß. ja, Flo, was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben angefangen, es ist Nacht geworden und es regnet. Herr Roman, wir sind Zelda-Kumpel, wir können auch in der Nacht... Warte mal, was ist denn das hier auch für ein Stern? Flo, sag mal, hast du eine Crafting-Badge? Ja, habe ich. Mach mal bitte, gib mir mal eine Crafting-Badge. Gossip Stone. Roman, was ist denn Gossip Stone? Hier ist überall... Vom Haus hier. Was ist denn Gossip Stone? Dieser dumme Regen ist so laut, Reno, Alter. Ja, mach den auf 10%, habe ich auch schon. Ja, ich habe ihn auf 4 gemacht. Was ist das? Lass abbauen. Kannst du nicht abbauen mit der Spitzhacke, das dauert voll lang. Lass das lieber nicht, das sieht wichtig aus. Nein, lass es. Gossip Stone, warte mal. Das ist von Zelda. Also Leute, also rechtsklick. Alles... Rechtsklick. Warte mal, Flo. Ich mach das schon. Der ist nicht sprengbar. Oh Mann. Also Leute, wir haben unser Bestes versucht. Ich soll Roman in der ersten Folge töten. Nein. Das war ungefähr die Hälfte der Kommentare vom gestrigen Video. Nein, das ist nicht fair. Weißt du was? Ich habe das gesehen. Du hast das nämlich in einem Video gesagt. Ich habe dein Video gesehen, Flo. Tu jetzt nicht so, als ob die Leute das wollen. Flo verlangt das, ja? Wisst ihr, was Flo in seinen Videos sagt? Flo sagt, yo, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr Roman tot sehen wollt, ja? Flo provoziert das, okay? Nein, ich habe gefragt, ob die Leute das wollen. Nur weil ich 30 Stunden lang nicht geschlafen habe, heißt es nicht, dass ich dumm bin, Flo. Ja? Ich kann auch 48 Stunden lang nicht schlafen und ich werde trotzdem deine Videos gucken. Das ist voll der geile Baum. Weil Flo erzählt in seinen ganz besonders, wisst ihr, was ich immer angucke? Die Adventure Maps von Flo. Weißt du, weil in den Adventure Maps, da fällt mein Name viel zu oft. Da sagt er die ganze Zeit, ja, das könnte ich mal mit Roman spielen und was weiß ich. Oh mein Gott, Roman. Ja, was denn? Ah, hier ist ein Zombie. Weißt du, ich habe gerade den geilsten Hut überhaupt. Echt? Den geilsten? Kennst du in SpongeBob diese Folge, wo der mit dem Bus da in den Abgrund fährt? Ja, kenne ich, klar. Da hatten die solche Luftballons, ne? Ja, und diese riesengroße Wand, wo der Bus immer... Ja, guck mal, ich hab diesen Luftballon aus Kopf. Das ist der Handschuh. Flo, du bist der Handschuhmann. Du bist der Handschuhmann. Ich bin der Handschuhmann. Oh mein Gott. Alter, Flo, weißt du das noch, wo Patrick mit ihm so ein Bild gemacht hat und dann sah das voll witzig aus, wo sie im Handschuhland waren? Sau genial. Habt ihr die Folge gesehen, Leute? Ja, Mann, wir müssen das Handschuhland bauen. Dafür brauchen wir richtig viel Wolle. Roman, hier unten ist ein Dark Creeper. Der hat einen... Ah, lass mal ausprobieren. Ey, was geht? Lass ihn mal explodieren. Lass mal gucken, was er macht. Was hat er gemacht? Guck mal, da hinten ist ein Wasser-Creeper. Was? Ja, guck mal. Das ist ein Lightning-Creeper und der ist blau. Blau Wasser, ja! Was macht er? Guck! Oh!
Oh, mega langweilig. Ich dachte, hier explodiert was. Oh, immer diese Creeper. Übrigens, wir haben ein paar der Mods aus Ragnarok übernommen, also es hat nicht böse. Ja, man, weil manche waren cool, aber viele waren auch irgendwie nicht cool. Ja, wie zum Beispiel können unsere Köpfe wieder abfallen und nachwachsen. Wieso haben wir angefangen, in der Nacht aufzunehmen? Das weil du vor Aufnahme sagen musst, ja, Flo, ich muss noch mein Mikro einstellen. Flo, du bist zu laut. Flo, da, bla, bla. Wisst ihr, Flo, ich bin auch müde. Wisst ihr, weil Flo ist so einer, der sagt, nee, wir müssen aufnehmen, das geht nicht anders. Und ich so, okay, gut, dann schlafe ich halt eben nicht mehr. Ja, seht ihr? Alles für die Community. Ich war nicht gestern auf zwei Partys. Ja gut, Flo, man muss halt eben wissen, wo man bleibt. Roman, wir müssen den Zuschauern Action bieten. Lass mal hier irgendwo hingehen. Warte mal. Hier ist komisches Wasser, guck mal. Ich baue gerade Schimmel von einem Baum ab, warte mal. Roman, du brauchst keinen Schimmel vom Baum, wir sollten hier einen Unterschlupf finden. Ein Unterschlupf? Sag mal, Flo, wir haben doch Zeldas Haus oder Links Haus. Das ist jetzt schon wie Ragnarok Folge 1, Mann. Kannst du mal bitte jetzt herkommen? Nee. Wir haben nämlich Bomben. Flo, wo bist du? Ich bin auf Bäumen. Der Regen ist dicht. Irgendwo, wo ein Ender Creeper ist. Komm, lass mich zum. Komm zum. Oh, der Ender Creeper folgt mir. Komm zum Haus. Okay, ich komm zum Haus, Flo. Und ich mache das geschwind und ja, mache das. Ja, das machst du. Gewandt und geschwind. Warte. Ja, du machst das jetzt ganz schnell. Warte mal, wieso haben wir das Haus überhaupt gegrieft? Robert, wir müssen was erzählen zum Projekt, sonst kennt sich kein Mensch aus. Okay, gut, dann erzähl doch was zum Projekt. Also Leute, das Projekt kommt dann so wieder so abwechselnd wie Terranquest. Das bedeutet, es kommt heute eine Folge, morgen kommt wieder nichts und am Tag darauf kommt die Folge bei Roman. Ja, dann kommt wieder wieder nichts ein Tag und dann kommt. Also Roman, du baust das ab, was wir vorher. Lag mich bitte nicht drauf. Herr Roman. Ich bin Flo, what the fuck? Nein. Warte mal. Flo, musst du eigentlich immer so übertreiben? Wie schmeißt man überhaupt die Bomben, Mann? Ich hab die einfach drüber gemacht. Ja, ich hab's gemerkt, Alter. Das war mega. Hast du das gemerkt? Ja, hättest du gar nicht mitbekommen, ne? Warte mal. Hätte ich gar nicht mitbekommen. So. Roman, das passt schon. Das ist unser Baustil. Ich mache mir Sorgen um dich, Flo. Du darfst doch nicht einfach so alleine. Flo, da bist du jetzt selber am Arsch. Du hast dich gerade selber. Hui! Flo, ist du. Hä, die Bomben machen voll keinen Schaden, Flo. Alter. Ja, ich habe mein Schwert geblockt. Ich habe ein halbes Jahr zu bekommen. Okay. Ah, stimmt, du bist ja Minecraft Survival Games. Jedenfalls, wir müssen die Tür mitnehmen. Leute, in der Beschreibung steht doch immer, ich glaube, zweite Zelle Beschreibung oder erste Zelle. Steht immer, wann die nächste Folge kommt, also die kommen abwechselnd. Wer TerraQuest geguckt hat, weiß schon, wie das ungefähr. Oh, eine Flying Spider, was? Flo, was, zeig der Flying Spider, wie es dir geht. Komm, zeig der Flying. Oh, du bist tot, gell? Scheiße. Ich konnte gar nicht fliegen, ich glaube, das war eine kaputte. Wieso sind hier so viele Bäume rum? Und was wieso geht hier regnet ab? Es 24 nonstop? Komm mal jetzt her, schau mal, wir machen jetzt den hier. Und dann, chill mal. Und jetzt, pam. Lol, geil. Lass mal angucken, was da drin ist. Was ist denn das überhaupt für Wasser hier? Weiß ich nicht. Das ist cooles Wasser. Jedenfalls, Leute, wir haben hier einige geile Hauptmods drin. Vielleicht habe ich schon gemerkt, ein Magiker ist drin. Hinter dir! Hä, was? Oh, da war ein Creeper. Alter, Roman, so ist man ein richtiger Holzfäller, ja? Ja, mal, Alter, hier, bisschen Holz, bisschen... Alter, Leute, Boom meinen, kennt ihr ja. Was war in der Truhe drin? Alter, Vater, warte mal. Ich schau gerade nochmal. Was in der Truhe? Ach, da war ja, Weizen was war drin. Da war Weizen. Weizen? Jedenfalls, Leute, Hauptmods haben wir so ungefähr. Also, die Hauptmods sagen wir so. Und hier ist noch eine Truhe übrigens. Echt? Das sind mal. Äpfel und Blumen. Äpfel und Blumen, das ist unser Leben. du musst die Blumen doch mitnehmen, Flo. Alter, das sind 14 Poppies. Das sind 14 Poppies gewesen. Die muss man mitnehmen, Flo. Das Poppies. Ist gesund. Das sind immer noch Rosen. Hier ist noch eine Truhe. Das sind Poppies. Oh, hier ist ganz viel Weizen und eine Sense. Echt? Ich brauch die Sense und das Weizen und die Seeds. Ich brauch alles. Du wirst Gärtner in diesem Projekt, Roman. Ja, Mann, Alter, ich werde der übelste geile Gärtner. Wir haben übrigens hier links Haus. Roman regt sich nämlich immer auf, wenn ich in Arrival Items nicht richtig vorstelle und stelle mir selber die Items nicht vor. Ja, Mann, Alter. Links Haus, das ist nämlich so ein Haus, das können wir spawnen. Wir bauen uns nämlich kein Haus. Ey, Flo, ich hab mehr gefunden als du und ich erzähl dir... was ist das schon wieder? Und das, was in der Kiste lag, das seht ihr in meiner... Nein. Pass auf, Flo, bleib ruhig. Flo, bleib ruhig. Leute, da ist noch eine Truhe. Wo ist eine Truhe? Wo? Ich möchte die haben. Truhe. Da. Nein! Nein! Du! Was ist das? Nein! Nein, Flo, gib mir das Item! Schau mal. Okay. And then I decided I was a lemon for a couple weeks. Okay, pass auf, Flo. Pass auf, wir machen einen Deal, okay? Wir tauschen. Okay? Wenn ich dieses Item rechts kriege, steht da Twitch. Ein Twitch-Link machst du also Werbung für einen anderen YouTuber? Nee.
Hä, warte mal. Ich glaube, das Infinity Orb kenne ich sogar noch aus dem Modplay. Denn ihr müsst wissen. Roman, kannst du bitte mal aufhören, wieder Kacke zu machen? Ich versuche gerade so jetzt produktiv zu sein. Nein! Flo, nein, tu's nicht! Roman, der Kopf ist abgefallen! Ja, du sollst auch aufhören, mich mit einem Schwert zu schlagen. Das ergibt nämlich keinen Sinn. Du hast mir wehgetan. Oh, Alter, 5 Golden Apples, Flo. Ich hab das Spiel gewonnen. Ja. Roman, dein Kopf ist despawned. Ich bin. Ja. Wie fühlt es sich an? Sehe ich jetzt toll aus, Flo? Ha? Ja, ich sehe meinen Kopf halt noch. Dieser Geistertyp mit dem schwarzen Zylinder ist doch Geister, Mann. Alter, Vater, man kann dich richtig nicht ernst nehmen, weil du einfach wie so ein tover Handschuhmann aussiehst, Alter. Ich schau dir ins Gesicht und dein linker Arm fehlt. Guck mir ins Gesicht, okay? Ich guck dir in dein leeres Gesicht, okay? Warte mal, ich schau dir. Nein, guck mich an, okay? Okay, ich schau dir ins Gesicht. Hi, ich bin der Handschuhmann. Willst du mit ins Handschuhreich kommen mit dem Bus? Alter, weißt du was, das sieht gerade mega gruselig aus, weil ich sogar mit SDRG noch an dich dran gezoomt habe und dann sieht man nur deine Augen und deine Bäckchen, Alter. Mega gruselig, ja, ey. Flo, ich starte eine Petition, dass du den scheiß Helm ausziehen sollst, Mann. Nein, du siehst aus wie ein Kindervergewaltiger, Alter. aber so richtig krass, Alter. Das ist mega brutal. Hey, Leute, ihr mögt doch meine Videos, oder? Ihr müsst ihr liken. Ich werde dich jetzt so lange schlagen, bis dein dummer Kopf abfällt. Dein Kopf ist ab. Nein, nicht mit dem Schwert, Flo. Geh weg. Egal, ich halte jetzt mehr aus. Ich habe Golden Apples und du nicht. Du bist ein Noob. Oh nein, Flo, was machen wir? Nein, Flo, geh weg. Da, eine Spitze. Da ist eine Spinne. Hoffentlich bringt die dich um. Wo ist eine Spinne? Oh, das ist wirklich eine Spinne. Spinne, gibst du mir was? Jedenfalls hat der Hauptmods. Erstmal angegangen, das ist ein gigantischer Magie-Mod, äquivalent zu Towncraft, wer das kennt. Roman, lass jetzt mal bitte ein bisschen chillen, okay? Ich will dich doch nur umarmen. Komm jetzt mal bitte her. Ja, ich komm her, Flo. Hast du in die Schlucht gesprungen? Ich bin Flo, ich fall die Schlucht. Nein, schlag mich nicht, Flo. Flo, schlag mich nicht. Pass auf, Flo, bleib ganz ruhig. Flo ist ein Nu. Lol, what the fish, Alter. Was ist hier gerade passiert, Mann? MLG. Okay, pass auf, Flo, du bist einfach ein Noob, ja? Du bist einfach nicht so gut wie ich. Roman, nein. Guck mal, ich bin der Boss und du bist der niedere Untertan. Weißt du, wir machen das? Das ist das Pyramidensystem. Du bist der kleine Arbeiter, der dort in der Schlucht sitzt und ich bin der Typ, der das dann bekommt. Verstehst du, Flo? Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist Blut Topaz, oh. Ah, Mann, oh Mann. Übrigens, Leute, falls ihr es nicht gemerkt habt, Minecraft Spellstorm ist ungefähr eine Mischung aus Modplay und Pixel Tales, wer die beiden Modpacks gesehen hat bei mir. Also Roman, deine Zuschauer sind jetzt ein bisschen im Nachteil. Ja, ich auch. Ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Ja, das ist egal. Ja, du bist doch hier unten, Roman. Ja, Mann, Alter. Bitte, nein, nicht schlagen. Komm. Flo, nicht töten. Nicht töten. Ein Schlag noch. Halbes Herz. Komm her, High Five. Nein. Flo, nein. Nein, Flo. Roman, du, pass auf. Du gehst wirklich in der Nähe von der Lava, ne? Geh weg. High Five. Geh weg! Five, Roman! Komm her! Oh nein, Flo, hör auf, pass auf! Flo! Roman. Flo, nein, nicht Roman, mit komm, dem komm. Schwert! Nicht mit dem Schwert, Flo, pass auf! Flo, komm! Komm doch! Hä? Komm doch! Bestell, komm, traust du dich, hä? Flo, nicht schlagen! High Five? Was? Nein! Flo, meine Items sind jetzt in die Lava gefallen! Ah, Flo, warte mal, TP, Aerosol zu Chaos Flo 44. Du bist voll der Mongo. Du hättest mich sonst getötet. Nein, ich hätte dich gar nicht getötet. Das war alles. Ich meine, hinter mir war Lava. Das war alles safe, Flo. Du hast einfach keine Ahnung. Ja, genau, das ist genauso safe wie dein Kopf. Übrigens, Leute, keine Angst. Romans Kopf wächst nach dieser Folge wieder nach. Ja, jede Folge wachsen unsere Körperteile nach. Flo, gib mir meine Golden Apples wieder. Gib mir meine Golden Apples wieder. Ich hab wirklich keine. Ja? Hast du keine? Ha? Hast du die nicht? Ich schwöre. Ja? Ich hab gehört. Gib mir meine Golden Apples. Ich schwöre, die sind verbrannt. Gib mir meine Golden Apples. Ich schwöre, die sind verbrannt. Ich schwör auf deinen toten Kopf, die sind verbrannt. Nein, du schwör auf deine Community. Ha? Die sind verbrannt, Roman. Schwör auf deine Community. Tu es. Schwör vor deine Community. Okay, guck mal, ich hab da hinten hingeworfen. Komm her. Warte mal, okay, Flo. Du hast also nicht meine Golden Apples. Die sind wieder gestorben. Hab ich nicht, Roman. Hab ich nicht. Die sind da hingeworfen worden, wie du gestorben bist.
Hast du es nicht gesehen? Chill dein Leben, Flo. So, ich baue mich jetzt hier zu. Ganz weit weg von Flo. Und ich möchte nichts mehr von Flo wissen, ja? Man sieht sich in der nächsten Folge auf jeden Fall. Leute. Wie gesagt, keine Vorurteile machen anhand der ersten Folgen. Das wird ein gutes Projekt, okay? Wir versprechen es. Das wird gut. Ja, Leute, wir versprechen, dass die nächste Folge eine Folge sein sein wird, die relativ, ja, die einfach mega gut ist, ja? Und ich werde auch ausgeschlafen sein. Ich verspreche es euch, okay? Wir verkacken es einfach jedes Mal, diese... Alter Vater, die erste Folge geht nie klar, Flo. Wieso machen wir eigentlich in der ersten Folge egal, so Schrott? Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock auf das Projekt, das wird jetzt regelmäßig kommen, ja? Nächste Folge gibt's übermorgen bei mir. Und dort gibt es alle weiteren Infos und dort werden wir ein bisschen mehr erkundigen, was es mit diesen komischen Ärzten und Zeugs und Romans Kopf auf sich hat, okay? Ja, genau. Und mit deinem Handschuh. Leute, sagen, bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Warte, unterschreib die Petition, dass er seinen Helm auszieht. Lol, du hast bei mir keinen Kopf. Du hast... Flo... Nicht, du Lol, Flo, bei dir ist... Du hast einfach nur einen Hut. Und dein Kopf ist unsichtbar. Ja, bei dir ist das auch so. Du hast nur noch einen Zylinder mit einer Schildkröte drauf. Und der Regen ist aus. Das ist ein Zeichen. Das bedeutet, die Folge ist auch raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute!